BND und neben ihm steht für die NAJU-Jugend Vera Kaunert und für die junge Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft ist Mareike Adlich da. Danke, dass Sie hier sind. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde der Erde, liebe Berlin. Entschuldigung. Ich habe wieder die staubige Luft vom letzten Hitzesommer in der Lunge, wenn ich mich jetzt wieder daran zurück erinnere. Denn wir alle erinnern uns an diesen Hitzesommer letztes Jahr, oder? Wir alle haben die trockenen Böden im Kopf und noch vor den Augen, die es in der Land- und Forstwirtschaft in den letzten Jahren immer wieder zu massiven Verlusten geführt hat. Auf meinem Balkon, unter uns mal, habe ich versehentlich getrocknete Tomaten gezüchtet. Die Ursachen für die extreme Trockenheit ist allgemein bekannt. Der Klimawandel mit all seinen Folgen fußt auf dem Fehlverhalten von uns Menschen. Dabei verursachen dreckige Kohle und stinkende Straßen einen Mammutanteil der schädlichen Treibhausgase wie CO2. Aber, und deswegen stehen wir heute auch hier, die Landwirtschaft trägt mit einem großen, großen Teil zum Klimawandel und auch zum Verlust unzähliger Arten bei. Es gibt große Verbesserungspotenziale, die endlich mal umgesetzt werden müssen. Wir alle, du und ich, wir müssen unseren individuellen Lebensstil in unserem eigenen Interesse der Jugend überdenken. Und nee, nicht nur überdenken, sondern auch mal ändern. Weniger Tierprodukte auf dem Teller. Und wenn, dann von Biohöfen mit artgerechter Tierhaltung. Regionale und saisonale Produkte. Und vor allem schonend und effizient produziert. Eine echte Agrarwende darf nicht nur im Kopf passieren, sondern muss sich in unserem allen Handeln widerspiegeln. Die fetten Jahre sind vorbei, sonst haben kommende Generationen und auch wir schon überhaupt gar keinen lebenswürdigen Planeten mehr. Statt den dringend notwendigen Wandel zu unterstützen, fördert die Agrarpolitik der EU umweltschädliches Verhalten. Mit Subventionen werden kommerzielle Großbetriebe unterstützt für ihre Massentierhaltung und ihre gigantischen Monokulturen. Diese Subventionen müssen an ökologische Kriterien gekoppelt werden, um unseren Landwirtinnen und Landwirten ein bäuerliches und ein nachhaltiges Wirtschaften zu ermöglichen. Haben wir die Wahl. Nutzt euer Mitbestimmungsrecht bei der Europawahl, wenn ihr das auch satt habt. Okay. Ausgelöst durch die Erkenntnisse der Krefelder Entomologen im Jahr 2017 entstand erstmalig die Debatte über das drastische Insektensterben. Ein Rückgang der Biomasse von 75%. Ein lauter Aufschrei ging durch die Gesellschaft. Mittlerweile müsste diese Problematik doch eigentlich in den Köpfen der Menschen angekommen sein. Aber was tun wir mit so viel Wissen über die Missstände der Landwirtschaft und den ungerecht verteilten Subventionen? Stephen Hawking hat einmal weise gesagt, so schlimm das Leben manchmal auch scheint, gibt es doch immer etwas, das man tun kann und mit dem man Erfolg haben kann. Solange es Leben gibt, gibt es auch Hoffnung. Genau deswegen sind wir alle heute zusammen hier. Und gemeinsam... Landnutzung zu demonstrieren. Eine Landnutzung, in der nicht unkontrolliert Pestizidencocktails auf die Felder versprüht werden, die auch noch direkt neben Rand- und Blühstreifen da sind, obwohl diese ja eigentlich zur Erholung für Bodenbrüter und Insekten gedacht sind. Wir sind für eine Landwirtschaft, in der Glyphosat nicht erlaubt ist, in der ökologische Hofe mehr unterstützt werden und eine transparente, leicht verständliche Kennzeichnung der Produkte gibt. Es soll eine Entschleunige kommen und eine höhere Wertschätzung des Essen, wo es herkommt und wer es hergestellt hat. Denn Essen ist und bleibt immer politisch. Vorhin hat mich ein paar
Passant angesprochen und meinte, welche Frau will eigentlich in der Landwirtschaft arbeiten? Und erst kürzlich auf dem Markt sagte einer zu mir, dass die jungen Menschen doch eh nicht mehr aufs Land wollen. Aber eins kann ich euch sagen, das stimmt nicht. Wir sind jung und wir sind viele und wir wollen wieder aufs Land. Ich bin gelernte Landwirtin und für mich ist Landwirtschaft eine Lebenseinstellung. Das Arbeiten in und mit der Natur, das Leben in Anlehnung an die natürlichen Zyklen. Aber Landwirtschaft ist auch ein knallhartes Geschäft. Und gerade für uns Jungbäuerinnen und Jungbauern ist es wichtig, dass wir Höfe übernehmen und entwickeln können, ohne ständig von der schieren Existenzangst bedroht zu sein. Produzieren, dass wir den Boden und den ländlichen Raum beleben. Und diese Wertschätzung muss sich auch monetär niederschlagen. Ansonsten können die kleinstrukturierten Betriebe bei den herrschenden Marktbedingungen nur schwer bestehen. Die Lebensmittel, die wir erzeugen, sind zu wertvoll, um sie zu verramschen. Wir fordern auskömmliche Erzeugerpreise. Voraussetzung dafür, dass wieder mehr junge Menschen Höfe übernehmen und gründen. Durch urbanen Siedlungsdruck und Spekulation steigen die Landpreise ständig. Der Boden ist unser wichtigster Produktionsfaktor. Wir fordern deshalb effektive Maßnahmen zur Senkung der Landpreise. Eine bäuerliche Landwirtschaft braucht außerdem starke Partner, die unsere Werte teilen. Wir setzen uns ein für eng verflochtene Netzwerke aus Höfen, Züchtern, Bäckereien, Molkereien und Verbraucherinnen und Verbrauchern. Mit angepassten Sorten, handwerklicher Verarbeitung und ohne Lebensmittelverschwendung schaffen wir ein Gegenmodell zu den gegenwärtigen Trends. Wir als junge Menschen wollen uns das Handfeste wieder zurückerobern. Wir wollen mehr dreckige Hände.